Nun gut. Ja. Genmeisterin Busia sagte, die Genies haben den Handel in Handelsref übernommen und werden nicht gehen, bevor sie nicht den Rakshasa, den sie suchen, gefunden haben. Ich habe zugestimmt, entweder den Rakshasa zu finden oder die Genies zu töten. Busia hat mir eine Belohnung versprochen, egal welchen Weg ich wähle. Ich warte. Was? Ja gut, da wir den Rakshasa schon getötet haben und uns nicht noch mit den Genies kloppen wollen, erzählt mir mehr davon. Nehmen wir diesen Weg. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich will nämlich erstmal hier alles schön abgehen. Ah ja, ich weiß, wie wir es machen. Wir gehen hier einmal im Karree rum. Flup, flup. Bis zum Anwesen. Dann gehen wir hier auf den Hauptplatz. Gehen hier über den Markt. Gehen so über das Südwesttor raus und gehen zu den Daojin-Zelten. Ja, warum nicht? Also erstmal den Waukentempel. Ja, keine große. Da wird es ja nicht viel zu tun geben. Der sieht eigentlich genauso aus wie der Waukentempel in Adkatla. Nur dass hier zwei Leute sind. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Über Gold Renvelin. Du klingst nach dem Tempel. Priester, wir kommen im Tempel von Vauken später. Kann ich etwas für euch tun? Ich dachte, Vauken wäre tot. Wie könnt ihr sie immer noch verehren? Das kennen wir ja schon. Entgegen dem Glauben einiger Leute ist Vauken nicht tot, mein Mädchen. Sie wird einfach nur vermisst. An ihrer Stelle verleiht Liria, die Göttin der Freude, ihren Verehrern und Kraft. Tatsächlich haben einige Leute den Glauben an Vauken zugunsten von Lyra, Shaundaka und Timora aufgegeben. Aber die Stadt wurde von Vauken gegründet. Wir können sie nicht aufgeben. Ich habe Glauben, mein Kind, und das ist mehr als genug für die meisten in dieser Stadt, wie ihr noch sehen werdet. Zeigt mal, was ihr anzubieten habt. Die Anhänger Vauken stehen stets zu Diensten, zu einem fairen und ehrlichen Preis natürlich. Ja, komm. Spenden wir mal. Wir können wahrscheinlich eh keine Ansehenspunkte gerade mehr gewinnen, weil ich glaube, das geht nur bis 17 oder so. Ja, was über Renal Blutskype, das interessiert uns nicht so wirklich. Wir könnten uns hier ein bisschen heilen. Ich find's lustig, wir könnten uns zweimal hier mit heilen, da heilen wir fast so viel wie hier mit. 27 Lebenspunkte, das ist ein bisschen mehr als das da. Wir können auch einfach Heilung benutzen. Ja, die meisten von uns sind gar nicht mal so sehr angeschlagen. Kommt, für irgendwas müssen die Tempel ja gut sein. Magiebannen, was soll das bringen? Dir fehlen auch 20. Ja gut, machen wir es so. Eric kann den da vertragen. Minz kann... dreimal den da vertragen. Und eigentlich sind jetzt alle wieder voll. Magiban brauchen wir nicht. Das zählt nur auf irgendwas von den Sachen, die wir eigentlich behalten sollten. So, was verkauft ihr denn? Ring der Tierfreundschaft, Genesung, ein paar Schutzzauber, Tote erwecken, brauchen wir alles nicht. Heiltränke haben wir mehr als genug. Nun gut. So, was ist mit dir auf der anderen Seite? Götter vergeben niemals. Ja, Helden, seid ihr schön, ihr Helden, dann geht und tut irgendwas Heldenhaftes und lasst mich bitte in Ruhe. Okay, Baal hat uns nichts zu sagen. Was immer ihr wünscht. Wenn ihr es wollt. Das heißt, wir gehen jetzt weiter hier oben rein in Alibakas Anwesen.
Ich warte. Ich bin bereit. Ihr zeigt mir, wohin. Ja, und natürlich. Ich schlage zu. Hier sind nur zwei Wachen. Nee, da oben war jemand. Ach, nur auch nur ein Wächter, oder? Ja. Mögen die Götter euch gnädig gesonnen sein. Ihr seid im Haus vom Fürst Garmin Alibaka. Fürst Garmin erwartet keine Besucher, da bittet ihr euch zu gehen. Mögen die Götter euch gnädig gesonnen sein. Das heißt, hier können wir nichts machen, weil niemand zu Hause ist außer dem Wächtern. Euer Wunsch ist mein Begehr. Das heißt, wir haben als nächstes Tiris Haus. Keine große Herausforderung. Das sieht ein bisschen heruntergekommener aus. Und Tiris ist nicht mal zu Hause. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Nö, hier ist doch nichts Wertvolles. Also wir werden nicht irgendjemand eher arm beklauen für ein paar Goldmünzen und so. Und ein bisschen Schrott, das er hat. Was möchtet ihr? So, nächstes Haus ist die Schmiede. Und dann kommt Marcy Fenton ins Haus. Mal sehen, ob sie gut nach Hause gekommen ist. Ja, erzählt mir mehr davon. Okay, die Schmiede. Was hast denn du, schönes Kumpel? Nun, ihr seht mir wie Leute aus, in deren Geldbörsen nicht nur zwei einsame Goldmünzen traurig klimpern. Ich schätze, ihr Abenteuer würdet jetzt gerne meine Waren sehen, wo ich doch hier der Schmied bin und so. Aber es tut mir leid, hier gibt's nichts. Die Genies horten sämtliches Erz, das es in der Stadt gibt. Sie verkaufen es sogar, allerdings zu unmöglichen Preisen. Sprecht mit Busja, der Gildenmeisterin, wenn ihr glaubt, ihr könntet was dagegen unternehmen. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Wow. Okay, das heißt, wir müssen uns wirklich nochmal nach den Djinns in der Stadt umschauen. Lieber, hallo da. Ihr seid Abenteurer, oder? Ich will auch mal Abenteurer werden. Nein. Wo habt ihr diesen Mantel her? Ich will auch so einen. Erinnert ihr euch an Duba aus Nashkel in Baldur's Gate 1? Mir gefällt dieses Schwert. Müsst ihr es schärfen? Könnt ihr mir ein Autogramm geben? Werdet ihr die Druiden töten? Darf ich zusehen? Ich habe ein tollwütiges Kaninchen getötet. Jetzt bin ich erfahren. Wart ihr schon an vielen Orten? Darf ich mitkommen? Du Leute sagen, dass ich zu viele Fragen stelle. Glaubt ihr das auch? Was ist ein Kleriker? Ich bin ein Kleriker. Müsst ihr Zaubersprüche studieren? Kann ich mal einen sehen? Wir sollten Wauken suchen. Das wäre ein Riesenabenteuer. Habt ihr jemals einen Drachen gesehen? Wow. Ich will mal Katla sehen. Ich habe gehört, dass diese Stadt dort aus Gold, Straßen dort aus Gold sind. Ich will mal ins Unterreich. Ich habe gehört, dass man da tolle Sachen finden kann. Habt ihr die Genies getötet? Ich kann gehen und ihnen sagen, dass ihr es tun werdet. Nein. Ihr werdet doch jetzt nicht mit Steinen nach mir werfen, oder? Ihr wart wirklich nett zu mir. Ich werde euch ein paar Steine geben, mit denen andere Leute nach mir geworfen haben. Ihr müsst nur versprechen, damit nicht zu werfen. Hier. Ja, Gruppe hat 5 Steine gewonnen. Okay. Ja. Ich habe ja noch nicht geguckt, was man mit leeren Trankflaschen anstellen kann. Also ja, das war jetzt Nubas Cousin 13. Grades. Und der ist wie Nuba. Ständig Fragen gestellt und irgendwann haut er ab. Palafentern, Masi und Varafentern. Wenn ihr es wollt. Oh, es ist ein toller Tag, um neue Freunde zu treffen. Wer seid ihr und warum kommt ihr in mein Haus? Seltsame Dinge sind hier im Gange. Viel Glück für euch. Ich hoffe, ihr genießt Handelstreff trotz unseres vergangenen Ärgers. Entschuldige mich, ich muss zu meinen Studien zurückkehren. Ich studiere die alten Geheimnisse der unterianischen, des unterianischen Fassbaus. Okay. Fahrer. Mein Gott wacht über uns und beschützet uns alle in Ewigkeit. So wie ihr gekleidet seid, müsst ihr Freunde von Masi sein. Es ist mein Vergnügen, euch kennenzulernen.
Ihr seid zurück, wie ich sehe. Was braucht ihr? Zurzeit nichts. Diese ewige Herumsitzung im Haus fängt an mich zu langweilen und ich spüre das Verlangen, wieder auf Abenteuer auszusehen. Sollte jemand meine Hilfe benötigen, ich werde da sein. Du kannst auch auf eigene Abenteuer gehen, Masi. Wenn es das ist, was ihr wollt. Du sollst immer das Glück eines warmen Herzens und eines warmen Zuhause haben. Ich hab kein Zuhause. Verehrte Frau, ihr seid großartig. Ihr habt es für den Neuen gerettet, aber es ist immer noch nicht wieder alles im Rhein. Leute verschwinden und die Genies, ich denke daran, ins Halblingsland zurückzukehren. Okay, Leute verschwinden. Das ist auch nicht gut. Hier sind immer noch nur Wachen. Das heißt, wir haben noch ein Haus. Und dann können wir über den Marktplatz. Fragt, euer Wunsch ist mein. Ja, bloß hier ist auch noch keiner zu Hause. Hallo. Hinter der Tür ist ein schattiger, staubiger Wandschrank, in dem nichts von Interesse zu finden ist. Darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Mögen die Götter euch gnädig gesonnen sein. Dies ist die Villa vom Fürstin Lilith Luraxol, der Familie, die Handelskräfte gegründet hat. Fürstin Lilith erwartet euch allerdings nicht. Okay. Keine große Herausforderung. Gut, das heißt, das haben wir auch geklärt. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Straßenverkäufer, was hast du denn? War eine feine Sache, wie ihr uns damit den Druiden geholfen habt. Das ist klar wie Kloßbrühe. Zu glauben, dass wir sie alle umgebracht haben, wo es doch nur der eine war. Ich würde euch ja gerne meine Hausiererkarren öffnen und euch alles mögliche verkaufen, aber im Moment sind die Regale völlig leer. Alle ankommenden Karawanen beliefern nur die Djinns außerhalb der Tore. Entweder ihr bezahlt, was sie verlangen, oder es gibt nichts. So einfach ist das. Vielleicht fragt ihr mal den Meister im Bus ja, ob was dagegen unternommen werden soll. Wallace, was ist mit dir? Ich fürchte, dass ich euch leider keine Waren zeigen kann. Die verfluchten Cheese haben alle Handelsunternehmen von Handelsriff übernommen. Vielleicht ein anderes Mal. Kaufmann, Junge, also ich glaube, wir brauchen gar nicht arg viel rumfragen. Die sagen nämlich genau alle immer dasselbe. Ja, das ist der Pferdeaufpasser. Gut, dann gehen wir erstmal in dieses Zelt hier rein. Bevor wir uns dann die drei Zelte ansehen. Hi, Renin. Und Jidek und Mastaf. Okay, mit denen quatschen wir nachher gleich. Wilfried der Rote und seine Konkubinen, würde ich mal sagen. Was möchtet ihr? Oh, Kumpel, seid willkommen im Zelt der Freude. Ha, ich selber bin seit über einer Woche hier und ich kann euch sagen, dass die Preise es wirklich wert sind. Wer seid ihr? Ich heiße Wilfried, Wilfried der Rote von Nuskan, obwohl ich mir sicher bin, dass ihr von mir gehört habt. Hä? Ein außergewöhnlicher Abenteurer, der zurzeit in seiner letzten Beute schwelgt. Das ist vielleicht eine Geschichte für die Ewigkeit, könnte man sagen. Ihr seid doch nicht etwa ein Bardo, oder? Doch? Nun, ich würde mich freuen, euch mit der Geschichte zu ergötzen, wenn ihr wollt. Ich höre. Großartig. Also ich reiste so durch die Trollhügel, okay, und ich komme an dieser großen Höhle vorbei. Warmer Dampf steigt aus ihr empor und der bedrohliche Geruch von Schwefel hängt in der Luft. Ein Drache, denke ich, so bei mir, und weil ich Wilfried der Rote, der große Abenteurer bin, gehe ich also hinein und fordere die gefürchtete Bestie heraus. Er war 30 Fuß hoch.
Mit einer Flügelspannweite, die bestimmt dreimal so viel war. Rot wie Blut und böse als ein Basilisk im Mai. Natürlich erschlug ich die Bestie nach einem tapferen Kampf. Ich erlitt nur ein paar kleinere Brandflecken, als ich die Bestie erlegte. Und sein Schatz gehörte mir. Mehr Gold, als man sich vorstellen kann. Nur schade, dass ich damals alleine war. Ich konnte nur so viel Gold mitnehmen, wie ich zu tragen vermochte. Aber es war immer noch genug, um mich sehr reich zu machen. Außerdem war es ein guter Tag, und die sind meine Stärke. Außerdem war es eine gute Tat. Das ist sehr beeindruckend. Ich bin klug genug, eure Geschichte zu durchschauen, Wilfried. Ihr lügt. Oh, in Ordnung, seufzt. Ich reiste mit einer Karawane durch die Trollhügel und ich wurde von ihr getrennt, als ich ihr dem Ruf der Natur folgte. Ich hatte mich verirrt, dass ich etwas hörte und dachte, sie seien ganz in der Nähe, rannte ich los, um sie einzuholen.